Können Sie für die Seelsorge nicht einmal mehr in die Kirche laufen? Dank gottkennen.ch können Sie mit Theologen und Pfarrern über das Internet chatten. Und zu diesem Thema ist heute oben der Pater Brasatz Gast. Guten Abend. Guten Abend. Beginnen wir mit einem kleinen Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, Vater aller Menschen, segne Tele Basel, die Mitarbeiter, segne gottkennen.ch. Wir danken dir für diese Gelegenheit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke vielmals für das Sagen. Machst du das auch über das Internet dann? Geht das überhaupt über den Chat? Ja, jemand wenn sehen? Die Leute bitten. Wie bist du zu dem gekommen? Also ich stelle mir vor, du sitzt dann wirklich zu Hause an deinem Laptop und die Leute stellen Fragen. Ist das richtig? Ja, eigentlich, ich habe mit diesem gottkennen.ch Mitarbeiter Kontakt gekommen und sie haben gebetet, in dieser Zeit mitzuhelfen. Und hast du das schon mal gemacht? Oder ist einmal das gemacht, und zwar letzte Woche. Das war leider, ich konnte nicht kurz machen, ich hatte Probleme mit meinem Laptop gehabt. Das ist dann der Nachteil, wenn man das übers Internet macht, die Technik kann schief gehen. Du hast ja viel Erfahrung in Seelsorge, du bist schon sehr lange in dem Bereich tätig. Was erwartest du für die brennendsten Fragen? Was wird da kommen in diesem Chat? Die meisten Fragen sind über Gott, über Glauben und denke die persönlichen Probleme oder die Schwierigkeit, in diese Glauben in Verbindung zu kommen oder Gott zu kennen und uns vorstellen oder alle diese Probleme mit Unsichtbaren. Und du denkst, die Leute werden das übers Internet machen? Ist das nicht zu unpersönlich irgendwie, da die Frage übers Internet einzutippen? Ja, das ist sehr interessant. Heutige Menschen sind sehr interessiert, viel anonym. Sie wollen meistens nicht öffentlich bekennen. Öffentlich suchen die meisten, melden sich anonym. Und das ist auch was passiert in gottkennen.ch. Die Leute alle kommen anonym. Nur die E-Coach oder die Seelsorger sind nicht anonym. Merkt ihr das? Du arbeitest ja in einem Kloster, du bist in einem Kloster in Kleinbasel. Merkst du, dass die Leute sich nicht wirklich trauen, mit ihren Problemen zu kommen? Ja, ich denke, sie haben ein bestimmtes Vertrauen, besonders zu uns kommen. Ich habe jetzt 2,5 Jahre Erfahrung und sie haben dieses Vertrauen, dass sie werden sie zuhören, wir haben Zeit und sie werden nicht das alles weitererzählen. So dieses Vertrauen hilft auch den Leuten, zu uns zu kommen. Was ist denn das Ziel? Wollt ihr Leute bekehren, die gar nicht glauben? Oder geht es darum, Leute, die sowieso schon glauben, denen Hilfeleistung zu geben, Seelsorge zu geben, sich so mit den Fragen auseinanderzusetzen? Ja, da wir sind frei, wenn die Leute wollen über Glauben wissen, wir helfen ihnen, Glauben zu wachsen. Und wenn jemand will, selbst bekehren, wir können auch unterstützen, helfen. Aber wir würden niemals jemand sagen, du musst bekehren oder du musst Christ werden. Wir sind offen. Denkst du, dass eher Gläubiger kommen werden oder eher Leute, die noch nicht glauben und Fragen haben zur Kirche? Was für Leute erwartest du auf dieser Webseite? Ja, die Webseite sind die meisten Leute, die Gott suchen oder die nicht viel Glauben praktizieren oder die nicht mit der Kirche zu tun haben. Wie ich von den Mitarbeitern erfahren habe, 75% sind die nicht praktizierende Christen oder die Religion haben. So, sie sind die Suchenden. Gemischt auch ein bisschen. Die Webseite, die gibt es ja schon seit einem Jahr, die hat Riesenerfolg, mehrere tausend Leute, die da schon drauf waren. Wie ist das bei dir? Den Chat hast du erst einmal gemacht. Hast du auch Angst vor brenzligen Situationen, dass jemand sagt, ich bin so verzweifelt, ich werde mich gleich irgendwo runterstürzen, also Suizidandrohungen oder etwas, so verzweifelte Situationen, hast du da Angst davor? Nein, wir haben dafür eine Schulung gehabt. Wir haben auch Supervision und Administratoren da, die uns begleiten. Wenn irgendein brennendes Problem können wir das weiterleiten. So, wir sollen keine Angst haben. Ich habe ja persönlich keine Angst für solche Probleme. Wie geht ihr mit Kritik um? So ein Chat ist ja offen, da kann jeder kommen und seine Frage stellen. Jetzt war ja eben in der Kirche der Skandal mit diesen Kindsmissbräuchen. Hast du da Angst, dass Fragen an dich kommen, die du nicht beantworten kannst oder beantworten willst? Ich bin offen. Ja, man muss die Wahrheit wissen und kennen. Und ich erzähle von dem, was ich von meiner Seite denke. Ja, man hat diese Freiheit zu fragen und auch die Freiheit zu mitdenken. So, ich habe keine Angst. Ich bin offen für jede Art der Kritik.
Aber denkt ihr, dass da so etwas kommen wird? Habt ihr Erfahrung gemacht, dass da auch Scherzfragen kommen oder Kritik, oder sind das wirklich seriöse Fragen? Ja, auch in die Schulung, sie haben schon gewarnt, dass immer kommen die ernst suchende Leute, und gibt es auch Leute, die einfach für Spaß kommen, so einfach so vorüberkommen und gehen. So, wir können von der Chart auch erkennen, welche Sorte der Leute sind. Wir können je nachdem mit ihnen sprechen. Wie viel Zeit wirst du persönlich da investieren in diesen Chat oder in diese Webseite? Ja, letztes Mal, das war vorausgesehen 2 Stunden, und heute auch wird das 1 Stunde, ab 21 Uhr bis 22 Uhr. Und sonst hast du mit dieser Webseite nicht viel zu tun. Was ist denn das Ziel generell von der Webseite, nicht nur vom Chat? Ja, diejenigen, die direkt so anonym in Kontakt kommen wollen, können in diese Chat reingehen. Sonst, wenn jemand will über Gott, über Jesus, über Glauben erkundigen, sie können alle Arten Materialien von Webseite holen. Gibt es Video, Zeugnisse, Texte, so da gibt es auch, ohne Chat kommen, kann man auch hier das alles erfahren. Das heißt, alle Fragen, die ich dir jetzt nicht an der Telebar gestellt habe, die können die Leute dir heute Abend persönlich stellen. Vielen Dank, dass du hier warst, Pater Prasad. Danke. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter, oder bei uns geht es jetzt gerade weiter, jetzt kann ich wieder auf Baseldeutsch wechseln, mit dem Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Unterhaltung.